Okay, Runde 2. Wir fangen an, unsere Gegner haben es gerade im Split angeboten. Was sie nicht so richtig verstehen. Na, Runde 2 kann man schon mal splitten. Ich splitte mal Runde 1 für einen Booster. Hey Leute, wir sind acht Leute. Wollen wir nicht erste Runde einfach alle erstmal einen Booster vom Price Pool nehmen? So, mal gucken, wenn er jetzt irgendeine Defense legt, macht er nicht, alles klar. Gibt's irgendwas, was Ding macht? Nein. Snap. Look. Nächste Runde ist interessant, ob man Knight spielt. Wahrscheinlich werden wir ihn spielen, oder? Na, wenn er so weitermacht. Ich spiele erstmal einen 3-4er. Na gut. 2-3er. Aber dann greifen wir doch einfach so an, oder? Ja. Weil wir nutzen den Comet-Trick doch lieber Let's für eine Doppel-Export. Ja, ja, ja. Das nämlich, wenn man unterschiedliches Mana bezahlt, muss man so absurd viele Klicke reinmachen. Man muss halt einmal klicken. Absurd viele. Ja, aber das sind ja so schon unendlich viele. Mindestens. Überabzählbar unendlich viele. Oh, der schmeckt. Das schmeckt aus. Wirklich? Was? Was machst du da gerade? Den Basiliskengard? Ich hätte jetzt einfach Doppel-Exort. Aber guck mal, wenn er. Aber die nächste Runde können wir auch Triple-Exorten. Genau, und außerdem, wenn er keine Kreatur, oder wenn er eine Kreatur hat, dann ziehen wir vielleicht noch Move und dann ist einfach sowas von raus. Na, ich glaube, wenn er. Also gegen eine normale Kreatur hätte ich lieber. Klar, aber hier naja. Steht ja das Value auf. Dass er keine Kreatur liegt. Genau, nee. Keine Kreatur oder wir Removal ziehen. Korrekt. Er spielt auch Monorot. Ja, offensichtlich. Hä? Skullquill. Mann, er hat sich auch das schnelle Deck dazu gebaut. Okay. Ja, ich dachte, der hat einfach gerade Los Grützos gezogen, oder? Ah, Skullcrack ist interessant. Ja, vor allem, warum spielt er das? Das müsste doch dann, wenn er in unserer Runde spielt, dann nicht rumextorten, oder? Also wenn überhaupt. Da sehe ich da irgendwas falsch. Na, das stimmt. Aber ich denke, er ist schon im Tilt-Modus. Ja, man muss ja die Zeit sparen. Ah. Suddenly. Doch, dann ist es zu spät, zu spät. Zu spät. Was ja wenigstens einer macht mit, Johnny. Nicht, appreciate aber hier die Ärzte. Wir können auch schon mal singen, wenn wir... Ach, er ist der Gullmann, dem wir die ganzen Karten gehatet haben. Da gibt es nicht einfach einen Force-Angriff? Ah ne, macht keinen Sinn. Also wir könnten jetzt direkt gewinnen, aber die Frage ist, ob wir ihm das Might zeigen wollen. Ach so, ja klar, stimmt. Ja, finde ich schon. Also ich finde den... Also gut, es gibt wahrscheinlich nicht viele Series of Play, die uns jetzt hier noch raushauen, aber... Gibt es jetzt nichts, was an Rot irgendwie alles Schaden macht, oder? Nee. Also können wir auch einfach einen Knightswood spielen. Aber ich meine, ist diese Information so viel wert? Bitte. Weißt du was? Er will es ja auch ein bisschen schneller haben. Genau. Genau, er hat gerade gesagt, ich bin noch ein anderer Draft, muss auch in unserem Interesse, so schnell wie möglich zu werden. Und er ist bestimmt auch beeindruckt, wenn wir es mal auf unsere eigene Kreatur spielen. Ja. All diese Extra-Effekte. Okay. Hier, wollen wir ihm zeigen, was er hätte haben können? Das wäre ihr Preis gewesen in Tor 3. Wollte es ja auch gewählt. Wollen wir irgendwas haben? Nee, ne? Wie gut ist denn das Purge gegen ihn? Also gegen Gruul? In der Regel sind das doch mehr als zwei Lebenspunkte, die man sich dadurch generiert, weil man Blattwasch erwischt. Oder sehe ich da was falsch? Und was wollen wir dann nicht haben? Aber on the draw? Na gut, on the draw ist sogar besser. Es war ein Transport. Ja, ich habe auch gerade überlegt, sich einen Transport zu sparen. Was hast du gesagt? Blind Obedience ist immer noch gut genug, extort, ne? Extort, extort. Ja, aber der ist gegen... der blockt auch noch so. Ja. Weißt du, da blockt man halt mal. Mhm. Dann vielleicht den Righteous Charge? Ja, nimm mal den Charge raus. Der swingt nämlich auch gut mit dem Transport, sehe ich gerade.
das ist auch ein Argument für dieses Transport. Ach, ja. Man kann halt angreifen und er denkt, ja, ich habe doch mein 2-3, ja, hab ich einfach. Und dann, zick, Donny. Ja. Du bist so ein Synergiespieler. Schon fast Kombonös. Ja. Kombolös? Nös. Mit N. Offensichtlich mit N. Du. Mit N? Ja, Kombonös. Sag bitte mal. Hast du schon? Hab ich schon. Ach, verdammt. Mach mal Pause. Hab ich, ja, dann kannst du auch den Schnitt dazu lassen. Nee, du hast keine Pause. Tja, beding! Ein Mulligan. Ja. Ah, es geht schon weiter. Wir haben auch schon den Mulligan genommen. Nein, ich meine unsere Aufnahme. Wer seid ihr überhaupt? Er hat auch einen Obsidian-Avatar. Hm. Und, oh, so es viel ist so sick. Das ist der beste Opener. Also wenn er jetzt wieder Kass gut, dann verstehe ich ihn auch nicht. Aber das einfach als teures Fixing spielt? Das ist doch kein echtes Fixing. Das ist auch nicht. Das ist, also ich habe es im Premium als Fixing gespielt. Okay. Wirklich? Ach, wenn der Gegner mal zufällig deine Farben hat. Wie willst du den? Na, die Band kommt auch auf jeden Fall durch. Die Frage, ja, die Frage ist, wie likely ist es, dass wir nächste Runde angreifen können für zwei? Das war aber vorhin wahrscheinlich einfach wegen Manas Ruhe. Also ich würde die Battling. Ja, ich auch. Weil sie definitiv einen Schaden macht. Nein, weißt du, warum wir die Battling? Nee, erzähl mal. Sie ist better. Oh nee, der war schlecht. Bitte. Nee, zu wenig phonetische Gleichheit. Nee. Dass sogar Fledermäuse zum Geld einsammeln verpflichtet werden. Na, Otto fährt's drauf. Ja. Ganz schön. Ich meine, der sieht ja schon so, als ob er gerade was auscasht. Ja, und er hat auch seinen kleinen Trollfreund da unten liegen entwickelt, der ihm den Mantel macht. Ah, das ist halt. Das ist niedlich. Das ist doch Sklaverei. Was sind das für Arbeitsbedingungen? Sklaverei? Ja. Na okay, ich halt. Das ist moderne Monetarisierung, das ist außer Fall verstanden, wie es funktioniert. Menschlichen Kapazitäten sind halt ausgereizt. Muss man zu Fledermäusen übergehen. Und Trolls. Und Transporten. Ich würde gerne mal so ein Armored Transport so altern, dass man das eine also Limousine hat. Die Frage ist, wer diese Leute auf diesem, da steht jetzt so Milana. Das sind irgendwelche Random-Leute. Orts of People steht doch da. Irgendwelche Orts of People. Aber wer ist Milana? Das sind einfach nur Flavor-Leute. Ja. Ich sag ja gerade, wir sollen es einfach ignorieren. Nee, eben nicht. Das ist so, Flavor aufsaugen. Aufsaugen. Verlieren. Du wirst jetzt keinen schmutzigen Witz daraus machen. Ich war dabei, aber es gibt so Sachen, Moment. Wir nehmen hier für Planet MTG auf. Ja, genau. Da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Unsere Berliner Schnauze ist da. Jetzt kommt erstmal das Schwein. Lass Schwein aus. Entzelte. Die Frage ist, cashen wir uns da Schaden aus? Cashen wir uns Schaden aus? Na, wir legen den. Mhm. Lassen uns einmal hauen und dann gehen wir zurück und rufen. Mhm. Wir, das macht das ja nicht mehr. Ich glaube, wir wollen lieber das machen, oder? Wir haben halt das Deptos-Gedöns. Das, was bitte? Das komische Depp, das... Ja, aber es ist auch besser, das zu machen, dann doppelt zu exhorten, dann das zu machen. Ja, finde ich auch. Na gut. Es macht sogar mehr Schaden, weil wir jetzt mit dem Bär angreifen können. Oh, es nimmt sogar 5 Karten weg. Nice. Wollen wir die bei Müll gewinnen? Ja. Haben wir den in Vormannchen weg? Nee. Das haben wir andere. Den haben wir nicht gepickt. Was war da? Nee, wir haben irgendwas Absurdes drüber gepickt. Den -5/-5 Spell. Ah ja, okay. Den wir noch nie gespielt haben. No. Doch. Nein. Ich wette mit dir um Kekse. Nee. Spiel um, nee, der in offene Hände beim nächsten Turnier. Da war der 2-3 Flieger, der Informer, ja, und der Swing. Nein, wirklich? Ja, Toffel. War das nicht ein Smite? Nee. Ich erinnere mich an Sachen, die geschehen sind. Aber da haben wir den nicht gewheelt, weil wir ihn nicht genommen haben? Haben wir nicht Smite gewheelt? Nee. Nee, Smite hätte ich nicht. Die haben den -5/-5 gewheelt. Ja, wir haben einen anderen gewheelt. Wir haben 2. Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht. Ich finde, ihr solltet irgendwas Wichtiges wetten. Was denn? Nee, ich glaube, er hat recht. Sogar zukünftigen Kinder. Du kriegst alle meine zukünftigen Kinder? Ja, stimmt. Aber das kann ich dem doch nicht antun. Nein, das stimmt. Wie, deine Kinder? Ja. Ja, die müssen halt damit leben, dass du eine schlechte Wette hast. Machst du das auch so wie Angelina Jolie und kaufst dir ganz viele Kinder? Ich kaufe mir. Was sollte ich machen, Dank? Er hatte einen Flasch. So, jetzt kommt erstmal 2-4. Oder animiert? Ne, einfach doch nicht animiert. Na, aber dann können das natürlich. Aber das wäre schon ein bisschen traurig auf 6 Mana. Vielleicht arbeitet er bei Pixar. Was? Oh! Ganz schön deep. Okay, Doppelground ist so. Ich glaube, das ist fair an der Stelle.
Pixar und Raw, überlegst du darüber noch? Oder? Pixar wegen dem Schwein. Aber du hast gerade animiert. Ja. Aha, ich dachte wegen dem Schwein. Wieso? Na, Pixar. Das ist immer wieder die Phonetik, das funktioniert nicht. Ja, das ist lustig. Das muss über Semantik funktionieren. Jetzt ist aber auch mal gut. Oh, das ist geil, wenn der Schaden macht, können wir den kaputt machen. Ja, das passen wir natürlich wie die Hidden Tab-Value, ja. Brauchen wir? Ja, ich glaube, weiß ist besser als schwarz. Sind wir denn total geisteskrank? Sei vorsichtig, was du hier sagst. Stimmt. Nice. Sind wir denn jetzt hier total... Nee, wir können nicht offensiv jetzt... Nö, wir tappen einfach seinen... seinen 2-3er, ne? Ja, auf jeden Fall. In seinem wir machen nicht nochmal zwei? Ah, nee, er raced uns ja, ne? Er wird wahrscheinlich sein Elemental auf den Transport nutzen und uns für 5 angreifen wollen, oder? Wird sein Elemental auf den Transport benutzen wollen? Mhm. Und uns dann angreifen? Er hat keine Handkarte. Da haben wir halt die Giron. Ja klar, sicher. Er macht uns nur noch 2 Schaden. Aber ich glaube, das ist jetzt seine Line of Play. Aber ganz ehrlich, ja? Wenn er das... Also ich dachte gerade, wenn er mit dem Elemental angreift, blocken wir mit dem Transport. Er greift dann mit dem Elemental nicht an. Das ist das gleiche, wie wenn er jetzt auf den Transport schießt. Ja. Was raus? Nee. Denn? Nee, weil... Okay, Johnny, pass auf. Weil... Du sagst, nee, Moment. Smite. Smite. Wir tappen noch was. Dann ja, stimmt. Hm. Kommt drauf an, was er zieht. Also, wenn du gerade sagst, dass, aber Moment, darum geht's dass ja das Element darum auf geht's den Transport geht schießt, dann kann er auch angreifen. Moment, aber es geht ja gerade nicht darum, ob er das macht, sondern glauben wir, dass er das removen möchte, unser Transport, und dass er jetzt hier in den Aggro-Modus geht. Dass er wenn er den Transport removen möchte, ist es immer besser anzugreifen. Das ist ja gar nicht die Frage. Okay, er hat einfach... So, können wir das jetzt einfach sparen? Die Frage ist, ob wir das Elemental jetzt tappen, damit wir nicht unendlich viel Schaden... Na, wir tappen die Giron. Naja, okay. Na gut, jetzt macht das Elemental auch nicht mehr. Lass mal wieder einen Sumpf kopieren, weil das kann. Warte mal, was sagt das? Enchanted Land has... Kann er das kopieren? Ja, ich glaube schon. Und dann das hat doch die Fähigkeit jetzt, oder? Nein, das ist doch Quatsch. Nee, obwohl, Moment, das ist... Das ist eine Aura, du kopierst auch keine Aura. Nee, nee, aber die Aura sagt jetzt, genauso wie ein Tabernakel... Die Aura gibt jetzt? ...sagt, die Kreatur hat jetzt die Fähigkeit. Aber ich glaube, wenn es kopiert... Doch, dann müsste es alle Fähigkeiten haben, die das Land gerade haben. Also, würde mich mal hart interessieren. Das, doch, doch. Würde es dich hart interessieren? Ja. Aber der ist doch schon mal ziemlich gut gegen ihn. Schade, dass wir nicht da sind. Das wäre echt interessant. Oh, ja. Please be good. Ich meine, er muss ja noch nicht mal irgendwas leisten. Ich glaube... Aber gib mir bitte nicht den Tipp, ja? Hey, dude! Nein! This is my friend's account. Gib mir mal meine CM. Das ist echt interessant. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Also... Es kopiert ein Land. Also was unterscheidet denn gerade diese Ebene mit dieser Fähigkeit von einem Volrath Stronghold, wenn er das kopieren würde? Dass die Ebene die Fähigkeit nicht mehr hat, wenn er sie übernimmt. Weil sie kriegt sie ja nicht. Sie übernimmt sie ja nicht. Er sagt, er kopiert das Land. Und das Land hat gerade überhaupt macht keinen Sinn. Das Land hat doch gerade... Oh, er hat es nicht versucht. Fähigkeit. Naja, er sieht es wahrscheinlich nicht. Er legt doch seine Länder aus, wie ein richtiger Sir. Aber ja, er hat keine Glück. Zeit. Achso, stimmt. Ja... Ich bin sogar dafür... Wir töten jetzt das Elemental, oder? Genau. Blocken den 2-3er und schießen das Elemental kaputt. Nice. Und dann ritten wir mal so einen Engel, oder? Obviously. Boah, das wäre schön. Ja, aber also im Moment muss er genauso Sachen ziehen wie wir, weil wir können alles handeln. Zum Beispiel mit diesem Trick. Oh, ist ja schön, wie das Land vorher aussieht. Jetzt kopier doch mal bitte unser Land. Jetzt wissen wir, ob es funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich bin mir sehr sicher. Kannst du nochmal... Johnny, die Leute lachen über dich. Warte mal, gibt es denn was Vergleichbares? Willst du den töten? Nee, ne? Ja, ich glaube nicht. Wenn er da eine Karte auf der Hand hat. Also, ja, was Land verzaubern ist... Und wie schlecht ein Bloodrush macht, als wenn er... Die Landverzauberung sagt doch jetzt, dieses Permanent bekommt die Fähigkeit X. So. Wenn ich eine Kreatur mit einem Klon kopiere, hat doch diese Kreatur, egal ob sie eine Vanille-Kreatur ist oder nicht, hat sie halt bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften. So, wenn sie so eine Fähigkeit hat wie Regeneration, warum? Dann kriegt der Klon sie auch, weil eine exakte Kopie dieser Karte ist. Und das Land kopiert doch auch die Karte. Und die Karte hat zu dem Zeitpunkt, als es kopiert, die Fähigkeit, getappt zu werden für die
Kreatur. Ja, aber die hat sie durch das Enchantment. Das ist ja egal. Das Enchantment gibt die Fähigkeit dem Land. Okay, er kopiert sie erstmal in Sumpf. Oh, warum kopiert er nicht das? Der Mann hat es einfach nicht verstanden. Vielleicht macht das nächste Mal durch zufälligen Random-Klick. Was wäre so geil, wenn er jetzt irgendwas mit dem Sumpf macht? Was könnte denn da kommen? Was Absurdes. Wir tappen uns erstmal den rein. Oh ja. Schmecko. Oh, kämpfen lassen wäre geil. Naja, Moment. Ja, doch. Ja, First Strike. Ich wollte gerade sagen, First Strike bringt nichts, aber er ist ja dann einfach größer. Der ist oh, gut. Der das ist ganz schön gut. In der Tat gut. Ich habe gestern erst gelernt, dass der allen Kreaturen Trampen gibt. Naja. Ganz schön sick. Das ist sehr sick. Der ist halt genau das Richtige für das jetzige Board. Du könntest sogar richtig close werden, selbst wenn wir den Engel ziehen. Der war gut, ja. Ja. Was ist denn, wenn er das Land jetzt kopiert mit seinem Land? Hat er dann eine 4-4 Land? Das müsste ja genau sein. Hat das Land nicht auch noch die Ability? Ja, ja, das Land hat noch die 4-4. Steht irgendwie nicht drauf. Doch, doch. Wenn du rüber huberst. Genau. Aber ich glaube, das vergisst er einfach. Weil das wäre dann auch eine 4-4. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube schon. Also, wenn also ich das glaube, eine stimmt, dann ist ich glaube, das wäre eine 4-4. Nein, nein, ich glaube, der wird zu 4-4. Ja. Aber er wird nicht die Fähigkeit bekommen. Aber das ist absurd. Warum nicht? Weil das Land hat doch genau die gleiche Fähigkeit wie das. Also das eine ist eine Eigenschaft, das andere sind Stats. Keine Ahnung, ob das noch jemand ist. Aber nein. So, wir kriegen jetzt eine 4. Da wird uns bestimmt jemand... Okay. Wollen wir jetzt nicht was töten mit First Strike? Auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt machen. Die Frage ist, was wir töten. Der Battalion-Trigger ist halt schon eher unangenehm von dem Typen mit Trampel später. Aber Trampel ist unangenehm. Von der Key-Rune. Achso, weil ja, er aber gibt der ihm typ, einfach Trampel. Genau. Also wenn wir den jetzt nicht töten, kriegt er jede Runde Battalion. Aber die Key-Rune müssen wir töten. Also den 2-3er können wir einfach blocken mit dem Flow im Sinne. Wie? Er kriegt doch, ihr gibt es auch Trampel jede Runde. Er wird nie. Was? Er kann noch Trampel geben. Trampel mit den nächsten Runden. Also ich glaube, ja, aber so kann er auch schon zwei Länder animieren, ne? Ja, die müssen da eins davon wegtappen. Und er wird halt sonst jede Runde ja mit dem. Nee, die Kyron kostet ihn zu viel Mana, das ist Bullshit. Wir müssen natürlich den 2-3 tun. Ja. Die Frage ist, wollen wir ein. Ja, wir blocken natürlich das Land und dann nehmen wir den der Schaden. Die Frage. Achso, wir müssen ja extorten, weil wir gar keinen Schaden verhindern können. Wieso? Na, das Kingpits Pad blockt ja dann sowieso den 2-3. Genau. Und dann spielen wir das Manöver und der andere könnte den 3-2 locken. Er trampelt aber eh, das nee, heißt... Wieso können wir nicht das Land mit 4-4 blocken und regenerieren? Das ist getappt. Ah. Da steht auch nicht Attacking drauf, ihr Idioten. Warum sagt ihr das? Ja, der Schaden dürfte auch ganz wichtig sein, den wir machen. Ja, das an der Stelle finde ich das auch sinnvoll. So... Naja. Dann erstmal Soldat gemacht. Und extortet, oder? Oder nicht extortet? Ah nee, wir wollen ja blocken. Wahrscheinlich. Nee, nicht extortet. Ja, wir wollen ja regenerieren, mindestens einmal. Das ist halt die Frage, kann er denn. Er hat nicht genug Mana für Trampel und zwei Länder aktiviert, ne? Aktiviert. Land aktiviert. Nee, es sei denn, er kann nur zwei Länder aktivieren. Ja, aber mit Trampel, wenn er eins, wenn er Land zieht, kann er noch Trampel geben. Ja, aber dann, wir können ja eins tappen. Okay. Nö, wir machen das ohne, oder? Machen wir das mit? Nee, aber Moment, das Argument, dass wir tappen können, ist doch ein Argument dann dafür, dass wir extorten, weil wir lieber den Schaden und das Leben machen, oder? Statt regenerieren. Aber wenn er einen Land zieht... Dann könnte er zwei animieren und Trampel geben. Nee, eben nicht. Ah doch, ja. Doch. Ja, ja, ja. Aber selbst wenn er Trampel gibt... wenn er nimmt, 3, kann er auch nicht 3 aktivieren. Ich finde es besser zu regenerieren. Aber wir wollen noch mehr Damage machen. Nee, wir müssen doch auch mehr Damage machen. Ja, aber dann machst du doch Extort richtig. Wir extorten jetzt. Genau. Ja, genau. Ja, war doch meine Rede, nicht zu regenerieren. Also keine Regenerationsmann aufzunehmen. Ja, genau, weil die können ja dann auch nicht so mal angreifen. Wenn er jetzt angreift. Wer die 2-2 tut? Ja, wenn er jetzt nicht angreift. Ja, nach wird er schon mal. Naja, aber dann kriegt er immerhin 6 zurück. Mhm. Ja, dann machen wir. Auf jeden Fall.
Wir haben auch noch den, den dicken Sima-Drop, ne? Mhm. Sein Schwein wiederholen, oder? Nee, das war im ersten Spiel. Hä? Nee, gar kein Schwein. Was du redest, wird, Johnny. Ja, hat er nicht ein Schwein? Ja, ja, das ist der Boar. Ah, da ist es. Okay. Wir melden ihn doch auch. Schweinchen. Wieso eigentlich? Achso, ja, das ist ein Homo. Krass, ich glaube, angreifen ist hier nicht seine... Nein. Ah, er macht erstmal das. Das ist fair. Oh, jetzt kann er das kopieren? Nee, weil das will immer. Nein. Also, wenn, Moment, wenn okay. Es bei dem einen stimmt, stimmt es auch bei dem anderen. Nein, das geht auf jeden Fall nicht. Das macht so, nee, das hat nicht die Fähigkeit. Ja, genau. Okay. Wir haben drei verschiedene Landinteraktionen. Das zickt. Also, meine Vermutung, das geht auf keinen Fall. Das ja. Ist, nee, das ist klar. Das sage ich auch. Das Land wird zum 4-4. Und bleibt auch für immer 4-4? Ja, bleibt auch 4-4, ja. Genau. Ist wie wenn du Mandant mit einem Meter aufkopierst. Kann nicht tappen. Act of Treason. Are we dead? Macht das irgendwas? Hä? Okay, ja. War das ein Missklick? Oder redet er hier irgendwas falsch? Ich bin nicht ganz sicher, ob er da... Okay. Okay. Weggetappt. Wir tappen aber die, ne? Ja, ja. Weil wir wollen ja unser... wir wollen ja nicht Druck blocken für den Dungeon. Ja, okay. Vielleicht ist auch Act of Treason nicht verstanden. Vielleicht dachte er, das ist ein Mind Control. Für 3 Mana in Rot. So. What the... Also... Okay, ich glaube, jetzt wird er einfach conceden. Ich glaube, er hat einfach keine Zeit. Ja. Ja, er hat uns ja gesagt, dass er Double Cute... Du meinst... Ich meine, da kann er vielleicht halt hat er auch viele Gräser geraucht. Der kann aber wirklich echt conceden und muss nicht uns noch weiter belästigen. Ey, Johnny, jetzt einmal... Na, ist doch so, oder? Ich meine, das ist ja dann wirklich Zeitverschwendung, wenn wir nicht mehr mit jemandem spielen, der echt ernsthaft spielt. Kann er doch. Aber das ist doch nicht unser Problem. Nee, ist nicht unser Problem, aber ich... Also andersrum ist es nicht sein Problem. Ist auch nicht sein Problem, aber... In dem Spiel kann er ja jetzt mit uns machen, was er will. Das kann er mal, ja. Klar, sicher, man kann ihm jetzt keinen moralischen Vorwurf draus. Doch, kann man. Nee, das natürlich. Schon. Moralisch kannst du was vorwerfen, aber... Ja. Aber es spielt theoretisch tatsächlich nicht wichtig. Nicht nerv. Solange es kein Unspot kann. Ich meine, er wird das auch nicht so sehen. Kann man auch nicht so auslegen. I didn't see anything. Did you see anything? Yes, please. What are you talking about? Aber jetzt können wir ihn auch mal fragen, ob er nochmal unser Land kopieren kann. Ja. Kriege ich was von euch, wenn ich recht habe? Kriegen wir was von dir, wenn du unrecht hast? Ja. Was denn? Weiß ich nicht. Deine Kinder? Kinder. Okay. Ja, aber... Nee, ne? Nee. Nee, okay. What? Na, aber frag ihn doch jetzt nicht nach so absurden Regelfragen. Keine Ahnung, vielleicht hat er ja einen Plan. Du meinst, er hat wirklich nur Gräser geraucht und spielt deswegen schlecht? Aber es ist doch basically ein Klon, warum? Verstehe ich nicht. Nee, also ich glaube er wird 4-4, ich glaube, also, okay. Der macht das natürlich nicht. Okay. Bis gleich.